Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Red Hat 7 LP. Ich bin der Christian und wir fangen heute das Let's Play zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens an und starten direkt. Möchte ich das? Automatisch speichern? Ja, natürlich, weil wie gesagt, sonst fällt das Speichern wohl eher flach. Da bin ich ja im Mini-LP schon mal drauf eingegangen. Und ich freue mich ein bisschen drauf, endlich mal wieder Harry Potter. Wir sind ja vor knapp 2 Jahren mit dem Let's Play zu Harry Potter und der Stein der Weisen damals gestartet. Ich denke mal, es wird sich auch durchziehen und wir werden auch noch jedes einzelne Harry Potter Spiel spielen. Schätze ich einfach mal. Stand jetzt. Harry Potters erstes Jahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei war wahrhaft aufregend. Zusammen mit seinen Freunden Ron Weasley und Hermine Granger besiegte Harry erneut Lord Voldemort, den größten schwarzen Magier aller Zeiten. Aber jetzt ist Harry wieder im Ligusterweg Nummer 4. Oft wird er in sein Zimmer gesperrt und obwohl er ein Zauberer ist, kann er nicht entkommen. Jungen Zauberern ist das Zaubern außerhalb der Schule nämlich nicht gestattet. Dann, eines Abends, während der Sommerferien, erschien der Hauself Dobby. Dobby warnte Harry Potter, dass er nicht nach Hogwarts zurückkehren durfte. Harry Potter darf nicht nach Hogwarts zurückkehren. Wenn Harry Potter nach Hogwarts zurückgeht, ist er in tödlicher Gefahr. Es gibt eine Verschwörung, Harry Potter. Eine Verschwörung mit dem Ziel, die schrecklichsten Dinge geschehen zu lassen. Dobby verschwand. Und kurz darauf erschien Ron Weasley mit seinen Brüdern Fred und George in einem Fliegenden von Anglia, um Harry aus seinem Gefängnis zu befreien. Harry berichtete ihnen von Dobbys Warnung. Ganz faule Geschichte. Ich wette, Dobby wurde von jemandem geschickt, der das witzig fand. Gibt es jemanden in der Schule, der etwas gegen dich hat? Draco Malfoy. Schließlich landeten sie vor dem Haus der Weasleys, dem Fuchsbau. Touchdown! Rons Mutter, Molly Weasley, marschierte über den Hof und blieb direkt vor ihnen stehen. Sie sah gar nicht begeistert aus. Die Betten leer, keine Nachricht, der Wagen weg, ich werde fast verrückt vor Sorgen. Stundenlang schien es so weiterzugehen. Mrs. Weasley hatte sich heiser geschrien, bevor sie sich Harry zuwandte. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, Harry, mein Lieber. Ronald Weasley! Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst den Ghoul ruhig stellen? Er schmeißt immer noch mit Rohren um sich! Er macht mich wahnsinnig! Los, Harry, auf geht's! Und los ging's. Na gut, los geht's. Steigen wir einfach mal ein. Ich denke mal, ich werde den Part so... Ja, ich werde die immer so zwischen 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten halten, deshalb wird es wahrscheinlich auch vorkommen dieses Mal, dass das, was wir im Mini-LP alles gezockt haben, werden hier wohl 2 Parts jetzt werden. Müssen wir mal schauen, wie wir so genau durchkommen und ja, wie das alles klappt im Endeffekt. Zu dem Buch eben, also am Anfang wird ja immer vorgelesen, so tralala, was jetzt passiert ist und so, um die Geschichte ein bisschen voranzutreiben und so. Und ich muss dazu sagen, mir hat es besser gefallen, als es noch so ein bisschen gezeichnet aussah. Also jetzt war es ja dieser 3D-Look, aber im ersten Teil war es halt noch so ein bisschen gezeichnet und das hat mir ein bisschen besser gefallen. Ich finde auch die Synchronstimmen bei einigen Sprechern ein bisschen merkwürdig. Nicht alle, aber einige hören sich echt merkwürdig an. Du warst so lange bei den Dursleys gefangen. Jetzt kannst du einen weichen Zurückfluch auf die Kisten anwenden. Denk dran. Und die Dialoge sind verdammt lang, bis du hier mal irgendwas machen kannst. So, das war beim ersten Teil irgendwie nicht so sehr. Ich meine, da hattest du es am Anfang auch. Aber hier ist es wirklich sehr dialoglastig. Depend du diese Kisten mit einem weichen Zurückfluch. Drück dazu einfach die Kreuztaste. Gut, also man weiß, was man machen soll. Wir
hauen die Kisten da hinten wieder ran, wie wir es ja auch schon im Mini-LP gemacht haben. Das war gut, Harry. Jetzt mach weiter. Ribendo. Und dann natürlich easy peasy. Ronald Weasley! Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst den Ghoul ruhig stellen? Er schmeißt immer noch mit Rohren um sich. Er macht mich wahnsinnig! Oh nein. Mom ist böse. Wir sollten ihr aus dem Weg gehen. Klettern wir doch auf das Dach und in das Fenster der Dachkammer. Mach es einfach so wie ich, Harry. Um auf eine Kiste zu klettern, musst du auf sie zugehen und dann die Richtungstaste oben drücken. Tutorial-Style, ne? Ist klar. Hast du ja immer am Anfang von Spielen. Und, ich bin schon gespannt, ob ich jetzt ein bisschen besser abschneiden werde. Lauf auf die kleine Kiste zu. Also Mini-LP, mal gucken. Laufe dann über den Spalt, um automatisch zu springen. So, pass auf. Einmal hier hoch. Und zack. Und schon gepackt. Das war ja nice. Komme ich hier so hoch? Nee, komme ich nicht. Das ist ja geil. Sehr gut. So viel zum Thema besser abschneiden. Was war das denn für ein Glitch, ey? Übelst vorbeigeschlittert. Na, mal schauen, ob das jetzt alles so klappt, wie ich es mir denke. Wir haben ja eben schon richtig gut losgelegt. Wir müssen den Ghoul ruhig stellen. Er schmeißt mit Rohren um sich und Mom wird noch verrückt. Bewege die Truhe mit dem Steuerkreuz. Versuche 60 Rohre zu fangen, bevor sie auf den Boden fallen und einen schrecklichen Lärm veranstalten. Also Harry, auf geht's. Ist doch einfach so eine random Zahl, ne? Versuch mal einfach so mal eben ganz... scheiße. Locker, flockig, 60 Rohre zu fangen. Auch ein geiles Spiel, ne? Kennt ihr das Kartenspiel? Wie heißt es? 42 heb auf, oder wie heißt das nochmal? 34 heb auf? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Konzentriere mich auch gerade ein bisschen. Man muss in diesen Rhythmus reinkommen, ne? Das ist es halt. Dann funktioniert das aber auch ganz easy peasy. Man muss sich auch dran gewöhnen. Du lenkst, im Prinzip musst du nach rechts oder links lenken. Und wenn du loslässt, dann switcht er automatisch wieder in die Mitte. Also du brauchst sozusagen gar nicht in die Mitte zurücklenken. Ja, scheiße. Jetzt ist er zu schnell. Komm. Das packen wir doch. Ja, das sieht gut aus. Oh, oh, oh. Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen besser abgeschnitten, würde ich sagen, als im Mini-LP. Gute Arbeit, Harry. Jetzt wird es eine Weile still sein. Danke, dass du mir mit dem Ghoul geholfen hast. Ah, jetzt ist es schön ruhig. Jetzt müsst ihr Jungs für mich den Garten entgnomen. Sucht Mr. Weasley. Er ist irgendwo in der Garage bei seinem nicht-magischen Kram. Die hört sich auch so an, als wenn die voll Bock auf ihren Mann hätte. Such Mr. Weasley und seinen Kram. Sehr gut. Sein Muggel-Krimskrams. Aber der Charakter von dem Vater von Ron ist wirklich sehr cool geschrieben, finde ich. Dass der sich so für Muggelzeugs interessiert und so, das ist ganz cool. Das macht er auch also im Film der Schauspieler ganz gut. Wie er einfach abhaut und uns hier stehen lässt. Gut, ein paar Hühnchen. Kann man die hier eigentlich smashen? Nee, ne? Bam. Nö. Gut. Wir werden Ron mal hinterher. Der wird ja am besten wissen, wo sein Vater ist. Er kennt sich bestimmt richtig gut in seinem Garten aus. Die haben auch einen mega großen Garten eigentlich, ne? Dad lässt sein Kram überall rumliegen. Mom wird noch wahnsinnig. Versuche, diese Fässer mit einem voll aufgeladenen Weiche-Zurückfluch zu zerschmettern, damit wir durch das Tor kommen. Ja, können wir gerne machen. Das hatten wir, glaube ich, im Mini-LP nicht gemacht, dass wir den einfach alle zerschmettern. Aber jetzt im Let's Play hast du ja ein bisschen mehr Zeit. Da machst du das halt einfach. Los, lass uns nach Dad suchen. Wie denn los?
Am geilsten ist auch, das ist auch so richtig schön retro, dass du diese Kamera, ne? Dass du, wenn du dich hier zum Beispiel hinstellst, dass du nicht weiter nach links oder rechts fahren kannst. Also nach links schon. Aber dann geht's nicht weiter. Das finde ich so, weiß nicht, das ist so lustig. Als wenn wirklich eine Kamera da wäre. Als wenn da ein Film gedreht wird und der Kameramann kann ja auch nicht mal eben in der Wand verschwinden. Na gut, dann werden wir jetzt, denke ich mal, noch das Spielchen machen. Hey, Ginny ist bei den Knuddelmuffs. Achso, Ginny ist ja auch noch da, okay. Mit ihr? Sie ist ein bisschen schüchtern in letzter Zeit. Seltsam. Ich gehe mal zu Dad. Dann machen wir das nachher wahrscheinlich mit dem Vater im nächsten Part. Aber das hier werden wir dann auf jeden Fall noch machen. Der kann ja auch noch mal alles auffressen, jeden Busch. Ist auch immer crazy, dass zuerst Ron vorläuft und wir dann hinterherlaufen. Hallo Harry. Und nicht gleichzeitig dahin laufen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich bin Ginny. Ich kümmere mich um unseren Knuddelmuff und passe auf, dass Fred und George ihn nicht als Klatscher verwenden. Bring den Knuddelmuff zu den Büschen und er isst sie auf. Darunter verstecken sich Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Sammle sie auf. Mit den Bohnen kannst du in Hogwarts Bildkarten berühmte Hexen und Zauberer von Fred und George kaufen. Wenn du den Knuddelmuff zu den Büschen bringst, isst er sie auf. Hier findest du Bildkarten berühmter Hexen und Zauberer. Wenn du eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer bekommst, solltest du sie immer in deinem Folio Magi ablegen. Drücke die Select-Taste, dann erscheint das Folio Magi und alle Bildkarten, die du gesammelt hast. Es gibt zwei Arten von Bildkarten berühmter Hexen und Zauberer. Silberne Karten und vier besondere goldene Gründerkarten. Ach so, geht schon weiter. Ey, kann sein, dass ich mir das einbilde, aber ich finde die Dialoge so mega lang. Ohne Scheiß. Warte mal, komm mal her hier. Wo bist du? Fress das mal alles richtig schön auf. Und dann passt das schon. Wenn jetzt also jeden Busch mitnehmen, würde ich sagen. Und dann im Endeffekt... Ey, ich überlege gerade, was das eigentlich für Quatsch mit der Story hier um Ginny ist, die eigentlich jetzt noch hier ist. Und daher ist die verschwunden und wir müssen die suchen. Gut gemacht, Harry. Hier sind Bildkarten berühmter Hexen und Zauberer. Felix Summerby. Du solltest Ron suchen, Harry. Ich glaube, er wollte zu Dad. Dort entlang. Nee, wir werden jetzt hier erstmal die ganzen Büsche mitnehmen und den Rest, würde ich sagen, machen wir dann im nächsten Part. Und dann kommen wir zu Ron und Genies Vater und werden da noch ein bisschen zaubern können. Aber wie gesagt, das wird dann im... Hä? Habe ich die nicht mitgenommen? Das wird dann alles im nächsten Part abgehen. Ich denke mal, es werden sogar drei Parts, wa? Was wir alles im Mini-LP... Also wenn man gar nicht abwarten kann, sollte man sich vielleicht das Mini-LP angucken. Weil das sind schon drei Parts dann im Endeffekt, schätze ich mal. Weil da kommt ja noch einiges. Du bist ja wirklich lange Zeit hier bei denen im Garten unterwegs. Und da merkst du halt schon, da haben sie versucht, das Spiel ein wenig zu strecken. Könnt mir auch mal eure Kommentare dazu und das Video hauen, wie ihr das seht. Aber ich finde persönlich, dass das erste Harry Potter Spiel, Harry Potter und der Stein der Weisen, also das hat mir irgendwie ein bisschen besser gefallen. Das hatte mehr Charme und das hat irgendwie besser funktioniert. Hier wirkt das alles immer so ein bisschen, uns geht so ein bisschen die Knete aus. Wir backen das jetzt einfach mal so hin. Na gut, an dieser Stelle beende ich das Ganze. Ich hoffe, ihr seid beim zweiten Part dann auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal, ciao!